Hallo und herzlich willkommen im Wald. Die Nationalparkfrage. Es gab viele spannende Kommentare unterm letzten, ja, ein bisschen längeren Video, da wo ich im okkupierten Wohnzimmer gesessen bin und was erzählt habe zum potenziellen Nationalpark Steigerwald und der Alternative, die es da halt eben derzeit schon gerade gibt. So, wie gesagt, viele interessante entsprechende Kommentare. Und jetzt wollte ich zum Thema Nationalpark international und Nationalpark in Deutschland gerne noch ein paar Dinge ergänzen bzw. noch ein paar Dinge erklären, weil ich mir gedacht habe, das passt irgendwie da ganz gut dazu und das habe ich aber weggelassen und das wäre aber durchaus noch wichtig. So, und deswegen machen wir das jetzt. Folgendes. Nationalpark, die Idee stammt tatsächlich von den Amerikanern, von den US-Amerikanern und die haben meines Wissens, beziehungsweise man kann sich jetzt erstmal richtig schön kloppen bei der Frage, was ist denn der älteste Nationalpark der Welt? Ist es A, Yellowstone oder ist es B, Yosemite? Na, klopp, 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 weil folgendes, der Yosemite, der war schon früher geschützt. Der war also in seinem Kern, in den tollsten Ecken, die es da so gibt, war der schon geschützt, bevor der Yellowstone-Nationalpark direkt als Nationalpark gegründet wurde. Und kurz darauf hat man beim Yosemite den Nationalparkstatus hinterher geschmissen. So, also streng genommen als Schutzgebiet, das dann ein Nationalpark wurde, ist der Yosemite älter. Aber der erste Nationalpark, der auch Nationalpark, also National Park natürlich in Englisch, entsprechend geheißen hat, das war wahrscheinlich kein korrektes Deutsch, macht nichts, ist ja Englisch, ah, Entschuldigung, der war schlecht. Jedenfalls, der Yellowstone ist zumindest von der Gründungsurkunde her älter. So, wann war denn das? Das war so irgendwie 1870 rum, irgendwie sowas genau, wo, genaueres schreibe ich euch wie immer unten hin, weil ich keinen Bock habe, das nachzugucken, nur damit ich es korrekt aussprechen kann. So, die Idee war folgende. So ein Nationalpark sollte sein, A, eine Möglichkeit, die nationalen Naturschätze zu bewahren, damit die ja nicht verloren gehen. Und B, deswegen heißt er auch so, ein Ausdruck nationalen Stolzes auf eben diese entsprechenden Naturschätze. So. Im Laufe der Entwicklung von den Nationalparken, die es ja jetzt seit 147 Jahren oder irgendwie sowas um den Dreh eben entsprechend gibt, hat man dann nach und nach noch festgestellt, dass man auch möchte, dass diese Naturschätze, die da dann eben entsprechend in diesen Nationalparken als Symbol des Stolzes konserviert sind, selbstverständlich eben auch entsprechend angeguckt werden können. Deswegen wichtig im Nationalparkkonzept ist einmal Schutz von vorhandenen nationalen Naturschönheiten. Das wurde dann später auch noch mal so ein bisschen ausgeweitet, dass es insbesondere um nationale Besonderheiten gehen soll. Also beispielsweise, wenn die Amerikaner ihren Grand Canyon zum Nationalpark erklären, dann ist das korrekt, weil das eine nationale Besonderheit ist. So ein Grand Canyon hat sonst keiner. Deswegen betone ich ja immer, Amerika ist wie Bayern. Tolles Land, komische Einwohner. das gibt jetzt wieder Ärger, weil Bayern, da kommen wir nachher auch noch dazu, zu Bayern. Ich habe da lange gelebt, ich darf das sagen. Gut, jedenfalls ist es so. Gut, okay, ihr habt jetzt den Horst inzwischen abgesägt, mehr oder weniger. Aber sonst könnte man auch noch sagen, komische Präsidenten. Oh, jetzt wird's böse. Jetzt wird's politisch und böse. Machen wir schnell weiter. Ja, diese Idee mit dem Nationalpark eben als Ausdruck nationalen Stolzes wurde dann, glaube ich, als zweites, also nach den USA, von Australien aufgegriffen. Und die haben auch einen entsprechenden Nationalpark gegründet. Und dann kamen noch ein paar andere Länder hinterher, ebenfalls flächenmäßig sehr große Länder mit vielen tatsächlich auch noch Wildnisgebieten, die diesen Begriff definitiv verdienen und haben eben sich nahezu unberührte Wildnis, nahezu bis wirklich unberührt, rausgepickt und Folgendes gemacht. Denn ein Nationalpark basiert darauf, dass du eine zu schützende Kernregion hast und du hast eine Management Area außenrum. Die soll A, die Umgebung vor dem Nationalpark schützen,
und B, natürlich den Nationalpark vor der Umgebung schützen. Damit du also eben in diese Natur darfst sich ungestört so entwickeln, wie sie es möchte, Region, damit da keine Einflüsse von außen reinkommen, wie wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, 5 Meter neben der Grenze Pflanzenschutzmittel ausbringst. Ne? Dann gehen die über die Grenze und zack, sind sie auch im Nationalpark. Und das will man natürlich nicht. Und deswegen ist halt eben die Grenze nicht einfach nur ein Strich in der Landschaft, eine unsichtbare Wand, sondern die Grenze ist halt viele, viele, bei den Großen, viele, viele Kilometer entsprechend lang. Und in diesem, innerhalb dieses Grenzbereichs darf dann halt auch mal ein Baum, der mit irgendeinem, natürlich nicht in beispielsweise den USA beheimateten Krankheitserreger befallen ist, dann darf man so einen Baum auch umsägen und kann ihn schnell entfernen, bevor dieser nicht in die USA gehörende Krankheitserreger dieses ursprüngliche USA-Ökosystem da eben entsprechend befällt. Ob das sein muss? Da streiten sich die Geister, aber so kann man das machen und so macht man das auch eben entsprechend in so einem Nationalpark. Und außerdem, wenn im Nationalpark, wo die Natur ja tun darf, was sie möchte, irgendeine riesige Epidemie mit irgendeinem Krankheitserreger, gigantische Waldmassen, beispielsweise Wald, muss ja nicht zwingend ein Waldnationalpark sein, es gibt ja auch noch andere Nationalparke, also das entsprechende dort vorherrschende Ökosystem in einem großen Umfang zerstört, man könnte auch sagen, eher verjüngt, weil das wächst dann ja wieder. Das ist ja nicht tot, es ist nur wieder ins Initialstadium zurückgesetzt, wenn man in Systembegriffen denken möchte. Dann will man natürlich durch diesen Schutzstreifen auch verhindern, dass aus dem Nationalpark dieser beispielsweise Krankheitserreger, im Fall von Deutschland ist es oft der Borkenkäfer eben das Thema, nach außen dringen kann, um dort wirtschaftlich genutzte Wälder oder Privateigentum von irgendjemand anders oder sonst irgendwie zu befallen, weil gerade in den USA hat es wohl auch eine Rolle gespielt, dass, sollte das passieren, man sofort den Staat auf viele, viele Milliarden Dollar entsprechend verklagen kann. Ne? Weil ein Käfer aus dem Nationalpark in den Vorgarten von demjenigen, der nebendran wohnt, eben entsprechend geraten ist. Deswegen diese Managementzone. Ursprünglich. Wir haben in Deutschland teilweise noch mal ein bisschen andere Ansichten zu dem Thema. So, also das ist die grundlegende Nationalpark-Idee. Jetzt gibt es international, sitzt zwar, glaube ich, auch in den USA, aber ist wirklich ausdrücklich international tätig und man kann denen bisher auch wirklich nichts vorwerfen. Ich habe noch nichts gefunden, was die an Mist machen würden. Eine Organisation, die nennt sich IUCN. Das ist die International Union for Conservation of Nature. Irgendwie so. Vielleicht ist es auch off statt for. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und vielleicht hängt da noch irgendein anderer Artikel, vielleicht noch eventuell dazwischen. Aber die groben I's und U's und C's und N's, die sind, glaube ich, richtig angeordnet. So. Und diese Organisation, die macht vieles. Und unter anderem hat sie auch zur Orientierung und zum internationalen Zusammenarbeit, was das Thema Habitatschutz bzw. Lebensraumschutz, Ökosystemtypenschutz angeht, hat sie eben eine Klassifikation herausgegeben, mit der man Schutzgebiete einteilen kann anhand des Grades des Schutzes, der da herrscht. So. Und jetzt muss man sagen, guckt man sich auf der Welt um, gibt es überall gültig im Grunde, also jedes Land, das da irgendwie mitspielen möchte bei der IUCN, das machen, glaube ich, die meisten, gibt es eben die Schutzgebiete eingeordnet nach dem IUCN-System und es gibt für jedes Land selber, so wie sie halt Lust haben, ein eigenes nationales Schutzgebietseinordnungssystem. So, und da man jetzt aus Amiland seit 130 Jahren immer so tolle Dinge über die amerikanischen Nationalparks hört, die sind ja auch toll, ne? Wollten viele, viele, viele Staaten, also die ersten, die haben es ja dann auch gegründet und so weiter und so fort, dann nach und nach auch Nationalparke haben. Gehen wir jetzt mal nach Europa. Die ersten, die in Europa einen Nationalpark gegründet haben, sind die Schweden. Und was haben sie gegründet? Den Sarek. In Nordschweden, in Lappland. Ganz, ganz toller Nationalpark. Liegt da in einer wirklich wunderschönen Region, wenn man dann Regionen ohne viel Bewuchs in Sachen Bäume mag.
aber doch ist schon wirklich sehr bemerkenswert. Hat oft noch den Beinamen die letzte Wildnis Europas. Stimmt nicht. Es gibt noch wildere Ecken als den Sarek. Er ist trotzdem sehr, sehr wild. Naja, also wirklich Wildnis, nein. Aber das muss es ja auch nicht sein, weil es ist ja nur in Anführungszeichen ein Nationalpark. Kommen wir gleich noch zu, weil die nächsten, die dann einen Nationalpark gegründet haben, ich glaube ein paar Jährchen später, da weiß ich sogar das genaue Datum, 1914, kann man sich gut merken, da war noch was anderes Wichtiges. Aber die ökologisch gesehen wichtigere Sache war, dass die Schweizer, da sind sie schon wieder, diese Schweizer verfolgen mich wirklich, wohin ich auch gehe. Jedenfalls haben dann die ollen Schweizer ihren ollen Schweizer Nationalpark gegründet. Als ich zum ersten Mal von dem Ding gehört hatte, hatte ich keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist noch nicht lange her, dass ich zum ersten Mal von dem Ding gehört habe, war ich erstmal entsetzt. Wie? Ihr habt bloß einen Nationalpark? Die ganze Schweiz? Bloß einen? Ja, inzwischen habe ich rausgefunden, ja, aber der ist auch genug. Weil, kommen wir jetzt mal zu den Kriterien von der IUCN, die haben... Ja, und an dieser Stelle hat sich der Federteufel eingeschlichen. Leider zieht er sich durch das ganze Video. Ich erkläre euch das also nochmal kurz per Voice-Over. Also folgendes, die IUCN-Kategorien sind 1A und 1B. Das sind Strict Nature Reserve und Wilderness Area. Also ein 1B wäre dann wirklich ein komplettes Wildnisgebiet, völlig unbeeinflusst vom Menschen. Ein 1A ist ein sehr, sehr, sehr nah dran an unbeeinflusster Wildnis und strikt geschützt. Heißt, da darf man überhaupt nichts. Da findet gar kein Management statt. Da kommt die absolute Käseglocke drüber und nichts geht. Kategorie 2, das ist der Nationalpark, National Park in Englisch. Und hier auf Wikipedia steht zum Beispiel Schutzgebiet, das hauptsächlich zum Schutz von Ökosystemen und zu Erholungszwecken verwaltet wird. Na, also es wird verwaltet. Und diese beiden eben entsprechenden Sachen. Es gibt dann theoretisch noch 3, Natural Monument of Feature, also Naturdenkmal, für eine einzelne Naturerscheinung, die geschützt werden soll. Dann Kategorie 4, Habitat Species Management Area, Biotop-Artenschutzgebiet mit Management. Das wäre sowas wie ein Biosphärenreservat in Deutschland. Dann gibt es Protected Landscape, Seascape, geschützte Landschaft, geschütztes marines Gebiet, wäre in Deutschland sowas wie ein Landschaftsschutzgebiet. Und Kategorie 6, Protected Area with Sustainable Use of Natural Resources. Englisch. Also ein Ressourcenschutzgebiet, das wäre ein Wasserschutzgebiet in Deutschland. Jetzt haben wir nicht erwähnt, das klassische deutsche Naturschutzgebiet. Das wäre nach IUCN wahrscheinlich Kategorie 3, also ein kleines Schutzgebiet, hauptsächlich zum Schutz einer besonderen Naturerscheinung. Ne? National Monument of Feature. So, or, nicht of. Heieiei, Englisch. So, was jetzt der Fehler ist, hier in meinem Video, ich habe leider gedacht, der National Park wäre Kategorie 1b, der ist aber Kategorie 2. Wichtig, also bitte merken fürs Verständnis des weiteren Videos, ich blende es auch noch ein paar Mal ein, werde mich aber nicht jedes Mal korrigieren können. Jedes Mal, wenn ich 1b sage, Schutzgebiet Kategorie 1b, dann meine ich Schutzgebiet Kategorie 2, den Nationalpark. Ne? Und wenn ich 1a sage, dann habe ich recht, das meint ja tatsächlich das strikte Naturreservat, was halt eben die Schweizer in ihrem Nationalpark drin haben. Sorry für die Verwirrung, ich hoffe, ihr kriegt's gebacken, jedes Mal zu übersetzen, wenn Ben 1b sagt, meint er 2. Weil 1a ist Untouched Wilderness Area, also Wildnis. So. Wo haben wir sowas? In Amiland. Gibt's auch in Afrika-Ecken. Gibt's in Australien-Ecken. Gibt's in Südamerika-Ecken. Gibt's selbstverständlich in Russland jede Menge solche entsprechenden Ecken. Grönland besteht da größtenteils draus. Ja, und noch ein paar andere Beispiele können wir uns einfallen lassen. Aber in Europa haben... Ja, wo denn? Und tatsächlich gab es auch erst jüngst eine Gruppe von Forschern, die sich mal die Mühe gemacht haben, eine interaktive Karte mit den letzten urwaldartigen
Strukturen Europas herauszubringen. Und da findet man dann recht viele winzig kleine Waldgebiete über Gesamteuropa verteilt. Es sind auch ein paar in Deutschland, die recht urwaldartige Strukturen haben. Betonung liegt darauf, wir sprechen hier von recht urwaldartig. Wir haben tatsächlich in Deutschland keinen einzigen Quadratmeter, den man wirklich, wirklich guten Gewissens als alten Urwald bezeichnen könnte. Lediglich, wenn wir hingehen und sagen, dass ein Wald, der so jung ist und sich seit er entstanden ist, noch nie vom Menschen irgendwie beeinflusst wurde, ne? Also ein neu entstehender Wald, auch das ist streng genommen, davon bin ich zumindest überzeugt, quasi ein Urwald, weil der entwickelt sich absolut natürlich und kein Mensch hat da jemals irgendwas dran entsprechend verändert. Und sowas haben wir streng genommen relativ viel im Bereich von Flüssen. Wenn eine neue Sandbank sich aufschüttet mit der Zeit oder aufgeschüttet wurde, gut, dann ist es im Grunde natürlich, hat der Mensch danach geholfen. Aber die Pflanzenentwicklung auf dieser Sandbank, die da abläuft, die ist hundertprozentig natürlich, ne? Außer man sagt jetzt, ja, aber der Wasserlauf ist ja vom Menschen irgendwie beeinflusst. Und dadurch kann man sagen, ja, nicht wirklich ein Urwald. Aber eigentlich ist es auch schon verdammt nah dran, nur ist er halt gerade in einem Initialstadium. Das ist ohnehin was Wichtiges. Was wir vielleicht mal begreifen müssen, nicht zwingend alte Natur ist die natürlichste Natur. Es kann auch unglaublich natürliche Natur geben, die halt einfach noch jung ist, weil sie halt gerade noch frisch ist. Und wenn man sich an Urwald denkt, denkt man immer an so unglaublich alte Wälder, wo die Flechten 10 Meter lang vom Baum hängen und all so ein Kram. Das muss überhaupt nicht, weil gerade solche super, super alten Wälder, die befinden sich, wenn sie super, super alt sind, gerade in der Zusammenbruchsphase, die werden jetzt bald da alle umfallen, die entsprechenden uralten Bäume. Und was gibt's dann da? Ja, einen sehr, 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 sehr jungen Wald mit jede Menge totem Holz, was dazwischen rumsteht, von eben den entsprechend alten Bäumen. Hat dieser super, super junge Wald jetzt optisch gesehen, abgesehen von den vielen toten Bäumen, die da rumstehen, so wie der da, Der ist da nicht zufällig im Bild, das war schon beabsichtigt. Gut, der ist jetzt nicht super alt, aber es ist ein Totholz, ein stehendes. Mit vielen Spechtlöchern drin, wie man sieht. Sowas ist genauso Urwald wie eben dieser super alte Urwald. Und das muss man vielleicht auch erstmal in den Kopf kriegen, dass man sich von diesem Klischeebild eines Urwaldes oder einer Wildnis noch eher, einer Wildnisregion, dass man sich von diesem Klischee mal verabschiedet, dass das unglaublich alte Wälder sein müssen. Es kann auch in einer völligen Wildnis passieren, dass ein Wald mit 120, 150 Jahren, obwohl er 600, 700 alt werden könnte, je nach Region natürlich, zusammenbricht, weil ein total fieser Schädling eine Massenvermehrung hat. Das kann auch in der ganz natürlichsten Natur, die wir irgendwo auf dem Planeten haben, durchaus passieren. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber das kann sein. Oder es kommt halt ein riesiger Sturm und macht halt alles platt. Dann sieht der Urwald auch anders aus, eben entsprechend. Also das wollte ich nur mal kurz so nebenher anmerken. Aber jetzt zurück zu der Frage, was wir denn noch an Wildnis eben entsprechend in Europa haben. Es sind halt diese paar winzig kleinen Zipfelgebiete, die nahezu Wildnisstatus haben. Und wenn wir jetzt die IUCN fragen, wo wir denn in Mitteleuropa ein 1A-Schutzgebiet haben, also eine streng geschützte Untouched Wilderness Area. Und da sind sie wieder, die Schweizer. Deswegen haben die nur einen Nationalpark, weil der ist 1A. Diese fiesen Schweizer. Tatsächlich ist der Schweizer Nationalpark so gesehen ein gutes Beispiel, um zu erklären, das ist überhaupt kein Nationalpark. Der heißt zwar Nationalpark, ist aber keiner, weil der ist zu sehr Urnatur. Was macht die Schweiz mit ihrem Nationalpark? Oder andersrum, wie kennen wir Nationalparke? Ja, als krasse Natur, die super streng geschützt ist, aber man darf rein und die besichtigen. So, und da haben wir den Kasus Knacus beim Schweizer Nationalpark. Da darfst du am Rand hier und da mal ein paar Meter reinlatschen. Gefühlt ein paar Meter sind schon etwas mehr. Und dann darfst du umdrehen und darfst wieder rauslatschen. Du darfst nicht vom Weg, du darfst nichts pflücken, du darfst nichts kaputt machen, du darfst nichts stören. Du darfst nach Einbruch der Dunkelheit da nicht rein, du darfst da schon gar nicht drin übernachten. Und wenn du da Feuer machst, dann zahlst du, bis du dumm und dappig bist. Weil wir reden hier von der Schweiz, da ist einmal über die Ampel fahren ja
auch schon tödlich. Beziehungsweise 5 km/h zu schnell fahren oder irgendwie sowas. Das heißt, da darfst du nichts. Du darfst am Rand ein kleines bisschen reinschauen. Und das Schöne ist, die haben da auch Ranger anderer Kategorie, als wir sie zum Beispiel bei unseren Nationalparken haben. Da ist so ein Ranger, so ein freundlicher Herr, der da rumspringt und dich kurz mal darauf hinweist, dass du dies und das und jenes besser lassen solltest, weil das ist nicht gut für die Natur. Und wenn du dann Einsicht zeigst, dann lässt er dich laufen. So, der Ranger da in der Schweiz, wenn der dich erwischt, wie du im Nationalpark rumschleichst, dann, ja, dann zahlst du und zahlst und zahlst und zahlst. Und da sind sie ja gut drin, die lieben Eidgenossen, Geld abzapfen. Ne? Ich muss irgendwie meinen Unmut, dass ihr ollen Schweizer da so ein scheiß 1A Naturschutzgebiet habt. Ich bin neidisch. Ich bin schlicht und ergreifend neidisch. Wir sind jetzt gerade durchgefahren, Freundin und ich, über die Ofenpaarstraße. Wem das was sagt, von den Schweizer Zuschauern, ich habe ein paar. Das ist ja großartig. Also mit geschultem Blick. Ne? Also den habe ich ja, also zumindest ein bisschen. Ne? Wenn du da rausguckst, und ich musste nicht fahren, ich durfte gucken. Wenn du da in diese Wälder reinguckst, das ist ja tatsächlich meine Fresse. Ne? Also das ist deswegen aber kein Nationalpark, eben weil der Nationalpark, wir haben es eingangs ja erwähnt, darauf ausgelegt ist, dass man die Naturwunder zwar konserviert, aber sie auch angeguckt werden sollen als Ausdruck des nationalen Stolzes. Der Schweizer scheißt da drauf, der ist trotzdem national stolz, aber da darf eben halt keiner rein. Trotz allem wird in dem Ding nicht gejagt, was man ja im klassischen Nationalpark durchaus teilweise tut, denn da Nationalparke Kategorie 1b sind, also Nationalparke im Sinne der IUCN, ist da kein Totalschutz mehr erforderlich. Ne? Es ist nicht ein Untouched Wilderness Area, sondern es ist wirklich zwar Kerngebiet mit sehr, 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 sehr nah dran an Untouched Wildness, aber nicht mehr ganz. Es muss nicht zwingend ganz Wildnis sein und halt eben diesen Randbereich haben und deswegen ein gewisses Management ist erlaubt. Im Schweizer Nationalpark nicht. Das bedeutet jetzt also, man kann in einem normalen Nationalpark noch ein kleines bisschen, und da streiten sich jetzt die Geister, wie viel ist denn jetzt nun erlaubt und wie viel nicht, eben entsprechend auf die Natur einwirken mit dem obersten Ziel, so ist es definiert, vergangene Einflüsse des Menschen wieder rückgängig zu machen. Beispielsweise kannst du mit großem Gerät ankommen, um Straßen zurückzubauen, um Straßen wieder abzubrechen. Du kannst auch, wenn du einen neuen Nationalpark gründest und sagst, es handelt sich um einen Entwicklungsnationalpark, heißt das Ding soll erst noch Nationalparkstatus bekommen, dann ist es so vorgesehen international, dass du dann 30 Jahre Zeit hast, um dort Maßnahmen größerer Art durchzuführen, die in einem bestehenden Nationalpark mit vollem Nationalparkschutzcharakter nicht mehr durchgeführt werden dürften, wie beispielsweise die falschen Baumarten raushauen. Oder Löcher in große Bestände der falschen Baumart, falschen Baumart reinhauen und die richtige Baumart reinsetzen. Oder irgendwie sowas in dem Bereich. Ne? Das darfst du aber wie gesagt nur 30 Jahre lang machen und dann muss die Kernzone des Nationalparks und die, das ist auch wieder so eine internationale Vorgabe, muss 75% der Gesamtfläche betragen. Die muss dann sich selbst überlassen bleiben und da darf dann tatsächlich fast nichts mehr gemacht werden. Und das Einzige, was dann noch möglich ist, sind wirklich punktuelle Mini-Mini-Mini-Eingriffe. Wenn beispielsweise, nehmen wir mal an, ein Tourist kommt da rein und pflanzt da irgendwo einen Mammutbaum in den Schwarzwald. An sich ist das eigentlich eine ganz coole Sache, aber im Nationalpark wollte man das nicht haben. Und angenommen, wir finden jetzt diesen Mammutbaum 20 Jahre nicht, dann ist der schon relativ groß. Also wenn er tatsächlich anwächst, das ist super unwahrscheinlich, aber also nicht, am besten gar nicht erst ausprobieren. Aber dann findet man den, dann könnte man den jetzt zum Beispiel umsägen und auch eine IUCN hätte da nichts dagegen, weil so eine kleine Maßnahme und eine Art, die da wirklich einfach irgendjemand mutwillig reingepflanzt hat im Sinne von, ich will jetzt den Nationalpark stören, das dürfte man dann schon rausnehmen. Ein viel größeres Thema, was den Einfluss im Nationalpark angeht, ist halt eben das Thema Jagd, weil kaum ein Nationalpark
selbst auch weltweit, hat kaum ein Nationalpark wirklich eine funktionierende Prädatorenstruktur. Dass da also so viele Raubtiere, um es mal beim Namen zu nennen, drin sind, dass sie den Bestand der im Nationalpark lebenden Tiere wirklich in der natürlichen Dynamik halten. Das ist wirklich kaum irgendwo der Fall. Das kann man vielleicht, das hat man sicherlich bis zum gewissen Grad, kann man das haben, kann man sich streiten, aber zumindest einigermaßen funktioniert es in den USA, auch in Australien, weil die haben da ja fast keine natürlichen Beutegreifer, fast. Oder ja, in Afrika gibt es auch so ein paar Gebiete, die sehr nah an der natürlichen Struktur dran sind. Und wenn wir uns jetzt diese großen Serengeti-Geschichten angucken und alles, was es da so in dem Bereich gibt, da kenne ich mich nicht aus, aber dass es da auch Raubtiere gibt, muss ich jetzt niemandem erzählen. Ne? Ja, kommen wir langsam mal so ein bisschen wieder zurück zum Thema. Der Schweizer Nationalpark ist kein Nationalpark, weil er zu streng geschützt ist. Die Touristen dürfen nicht rein, er darf nicht großartig besichtigt werden. Also ein bisschen, wie gesagt, schon, aber es reicht nicht, das Besichtigungslevel langt nicht, um ihn zu einem richtigen Nationalpark zu machen. Der Begriff Nationalpark ist also in der Schweiz national ein anderer, also Nationalpark und die Derivate in den drei anderen Landessprachen, ist ein anderer nationaler Nationalparkbegriff als der internationale nach IUCN National Park. So, und genauso verhält es sich zum Beispiel auch in Rumänien. Da ist ein Nationalpark nach rumänischer Art, wenn der Rumäne sagt, das ist jetzt ein Nationalpark auf Rumänisch, keine Ahnung, wie das dann heißt, das entspricht nach IUCN-Klassifikation irgendwie so Level 4, so irgendwas um den Dreh. Also ein mit gewissem Schutz ausgestattetes Gebiet, wo einzelne Bereiche einen etwas höheren Bestandsschutz besitzen, irgendwie sowas. Es gibt auch Länder auf dem Planeten, also auch so im Bereich um Rumänien drumherum, mag es auch noch Länder geben, ich weiß gar nicht welches konkret, aber es gibt welche, sind auch mehrere. Die haben Nationalparke, die haben gerade mal Klassifikation 5 nach IUCN-Standard. Klassifikation 5 ist, wenn man es auf Deutschland überträgt, ungefähr das, was bei uns ein Ressourcenschutzgebiet ist. Ein Ressourcenschutzgebiet wäre ein Wasserschutzgebiet. Das heißt, da darfst du eigentlich fast alles, sofern du die eine Ressource, die da kostbar ist, eben nicht gefährdest. Heißt, ganz normale Forstwirtschaft ist möglich. Man darf nur nicht normales Motorenöl verwenden, beispielsweise für die Kettensäge. Man muss Bioöl verwenden, beispielsweise. Oder für irgendwelche größeren Fahrzeuge, die da unterwegs sind. Die müssen dann auch eben entsprechend mit biologisch abbaubaren Schmierstoffen betrieben werden. Das ist im Wesentlichen für die Praxis auch schon die einzige Einschränkung, die du hast, wenn du Forstwirtschaft in einem Wasserschutzgebiet betreiben möchtest. So. Und ein Nationalpark, der mag da unten Nationalpark heißen, aber der ist nur so weit geschützt, dass da nicht allzu viel Bäume gefällt werden sollen. Man könnte es als Holzschutzgebiet bezeichnen. Ein bisschen Bäume fällen ist legal. Und das ist dahingehend interessant, dass es neulich erst eine Reportage gab. Da ist wieder mal ein Naturschützer da unterwegs gewesen und hat sich furchtbar aufgeregt, dass hier in einem Nationalpark Bäume gefällt werden. Und ich habe mich vom Fernseher entsprechend darüber aufgeregt, dass die Bilder, die sie da gezeigt haben, von diesen Wäldern, in denen Bäume gefällt werden, normale Wirtschaftswälder sind. Da ist überhaupt nichts Schützenswertes dran gewesen an den Waldbildern, die sie konkret gezeigt haben. Vielleicht gibt es nebendran auch noch irgendwelche tollen alten Wälder, die wirklich schützenswert wären. Aber jedenfalls habe ich überhaupt nicht verstanden, erstens, warum zum Geier ernennt jemand sowas zum Nationalpark? Und zweitens, worüber regt der Typ sich auf? Und sobald man weiß, das ist nur nach Landesrecht ein Nationalpark, international gesehen ist das bestenfalls ein Landschaftsschutzgebiet, ist irgendwie die ganze Geschichte ein bisschen, na sagen wir mal, für den Eimer. Müssen die da unbedingt Bäume fällen? Vielleicht könnten sie es auch woanders machen, aber ist das jetzt unglaublich schlimm? Geht da jetzt Urnatur verloren, weil in diesem Nationalpark Bäume gefällt werden? Nee, weil das ist halt einfach überhaupt nichts, was jetzt so furchtbar ultra-mega-mäßig schützenswert wäre. Ne? Das Dumme ist aber,
und da muss man jetzt auch wieder vorsichtig sein, die haben da drüben in diesen entsprechenden Ländern auch Gebiete als Nationalpark erklärt, die tatsächlich Nationalpark sein sollten nach IUCN-Regeln, wo also wirklich nichts drin passieren sollte. Die haben aber trotzdem nur den Landesnationalparkstatus. Also sie verdienen es, ein 1B-Schutzgebiet zu sein, sind aber faktisch bloß ein 5er oder ein 4er. Und das ist dann natürlich schon ein Problem. So, jetzt waren wir ganz viel international unterwegs. Jetzt gehen wir mal nach Deutschland und gucken uns mal unsere deutschen Nationalparke an. Sind die denn jetzt IUCN 1B tauglich? Sehr umstritten. Sehr umstritten. Der erste deutsche Nationalpark, das war der Bayerische Wald. Dann kam ebenfalls in Bayern ziemlich schnell der Nationalpark Berchtesgaden hinterher, soweit ich weiß. Und alles andere dann so nach und nach hat so ein bisschen getröpfelt. Bis auf die ostdeutschen Nationalparke. Die sind alle, und zwar wirklich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, sind sie wirklich alle, einen Tag vor dem Beitritt der DDR zur BRD. BRD, so rum. sind die ungefähr einen Tag davor gegründet worden, so im Schnellschussverfahren. Wir hatten da doch noch so Pläne für so Nationalparke, lass uns die doch schnell noch mal raushauen, bevor wir weg sind. Das war so wirklich ungefähr so, muss das abgelaufen sein. Und danach, nach denen, gab es eigentlich meines Wissens noch 3 oder 4 Nationalparkgründungen. Wir haben 16 oder 17, ich glaube 17 haben wir, glaube ich. Und darunter der vorletzte, das ist der Schwarzwald, und der letzte, das ist Hunsrück-Hochwald, der kombinierte Nationalpark vom Saarland und Rheinland-Pfalz. Also eigentlich von Rheinland-Pfalz und mit ein bisschen Saarland. So rum wäre es korrekter, aber ich will das Saarland ja nicht mobben. Die sind ja eh schon so klein und... nein, ich mag das Saarland. Jetzt... Die Frage unter dem Video, was wir schon mal zu dem Thema eben erst jüngst gehört haben, war nämlich, ja Moment, du hast doch gesagt, Nationalpark muss immer mindestens 10.000 Hektar groß sein. Jetzt gibt es aber diverse Nationalparke in Deutschland, die sind gar nicht 10.000 Hektar groß. Ist da jetzt irgendein Fehler mit deinen 10.000 Hektar oder ist da irgendwas anderes komisch? Und letztendlich ist da was anderes komisch, weil wir halt eben auch hier eben das Problem haben, dass ein deutscher Nationalpark nicht zwingend ein internationaler national anerkannter IUCN-Nationalpark sein muss. Der IUCN-Nationalpark hat man irgendwann mal so festgelegt, hat halt eben eine Mindestgröße, absolutes unteres Minimum von 10.000 Hektar. Gucken wir uns amerikanische Nationalparke, australische Nationalparke und sonstige Nationalparke an, dann ist 10.000 Hektar lächerlich winzig, aber irgendwie auf irgendeine Größe haben sie sich dann quasi geeinigt. So, seit diese Einigung besteht und seit man das gesagt hat mit den 10.000 Hektar, hat jeder danach gegründete Nationalpark in Deutschland 10.000 Hektar plus ein ganz paar. Interessanterweise haben sie das wirklich alle. So, und deswegen, wenn man jetzt neue Nationalparke gründen möchte, sollen die allein schon aus angeberischen Gründen, weil sie sollen ja immer ein Zeichen nationalen Stolzes sein, sollen die mindestens 10.000 Hektar groß sein. Man hat sich also jetzt von Seiten der Naturschutzverwaltung Deutschlands eben diese Beschränkung quasi selber auferlegt. Bayern beispielsweise hat das auch von Seiten des Freistaats getan, dass die gesagt haben, wenn Nationalpark, dann mindestens eben entsprechend die 10.000 Hektar, damit wir zumindest eine Chance haben von der IUCN, dass unser Nationalpark auch als wirklich richtiger Nationalpark eben entsprechend anerkannt wird. Deswegen hat man jetzt bei vielen älteren Nationalparken erst nachträglich diese Kernzonen-Management-Zonen-Regelung hinzugefügt. Die war da ursprünglich gar nicht vorgesehen, gerade auch bei den Schnellschuss-Nationalparken im Osten. Die sind deswegen nicht weniger schön. Da möchte ich darauf hinweisen, das sind schon tolle Dinger. Aber von der Konzeption her sind sie halt nicht IUCN-tauglich. Und irgendwie hat man halt festgestellt, beziehungsweise ist man der Meinung, dass diese IUCN-Tauglichkeit, als richtiger Nationalpark sozusagen ausgewiesen zu sein, wichtig ist. Warum? Das kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Ist es jetzt unglaublich wichtig, dass die IUCN sagt, der Nationalpark, der hier, das ist tatsächlich ein Nationalpark?
Also ich habe dazu auch ebenfalls in den Kommentaren ein interessantes Video verlinkt bekommen. Es war ein Podcast von irgendeinem bayerischen Radiosender, glaube ich. Und da war ein Kollege von mir quasi, also auch ein Forstwissenschaftler, entsprechend zugegen. Der hat auch eine sehr ähnliche Ausbildung wie ich durchlaufen, ist natürlich noch ein bisschen älter, hat mehr Erfahrung, das ist auch so, das gebe ich gerne zu. Und der ist der Waldobermufti, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Bund Naturschutz. Ja, ich glaube, die waren es. Ja, die müssten es gewesen sein. So, und der hat sich halt eben dafür ausgesprochen, dass man gerade in Bayern, das ist auch derjenige, der sich für den Nationalpark Steigerwald ausgesprochen hat und in dem Bereich eben sehr aktiv ist und der sich nach wie vor für einen Nationalpark Steigerwald ausspricht. Und wenn es der Nationalpark Steigerwald nicht werden soll, dann mögen es doch zum Beispiel ein Nationalpark Spessart werden und so weiter. Und sie haben in den entsprechenden Regionen, die potenziell als weiterer dritter Nationalpark in Bayern eben entsprechend in Frage kommen, haben sie auch schon Freundeskreise des Nationalparks entsprechend gegründet und sind da jetzt dabei, eben zu versuchen, diesen Nationalpark da entsprechend durchzusetzen. So, Vorgabe eben unter den Kriterien, dass es dann auch ein IUCN-tauglicher Nationalpark wird. So, jetzt habe ich, glaube ich, die wesentlichen Spezifikationen zum Nationalpark, die ganze Geschichte des Ganzen und so weiter und so fort, so weiter erzählt und auch, dass Nationalpark nicht gleich Nationalpark ist. Und jetzt können wir uns mal der Frage widmen, wie gründet man in Deutschland denn jetzt einen neuen Nationalpark? Da gibt es nämlich tatsächlich das Schema F. Das kann man beobachten am Nationalpark Schwarzwald. Exakt mehr oder weniger nach demselben Schema F ist die Nationalparkbildung im Hunsrück abgelaufen und nach dem gleichen Schema versucht man jetzt eben entsprechend in Bayern einen dritten Nationalpark durchzuboxen. Das Schema besteht tatsächlich im ersten Schritt aus, die Naturschutzverbände müssen alle ganz laut schreien, Nationalpark. Naja, streng genommen sollte man vielleicht vorher eine Fläche gefunden haben, die zumindest im Ansatz Möglichkeiten bietet, da einen Nationalpark zu gründen. So, was braucht man dafür? Naja, da ein Nationalpark nun mal schützenswerte, landesspezifische nationale Natur enthalten muss und das nach Möglichkeit zu einem Anteil von 75%, könnten wir so gut wie überhaupt keine Nationalparke mehr gründen in Deutschland. Das nur mal kurz vorneweg angemerkt, aber dazu komme ich nachher noch. Muss man einen Nationalpark grundsätzlich als Waldnationalpark auslegen, es sei denn, man wohnt am Wattenmeer. Dann geht das auch anders. Aber sonst muss es ein Waldnationalpark zwingenderweise sein. So. Jetzt ist die mögliche Gründung eines Nationalparks bei den allermeisten Bundesländern und bei den allermeisten Landesregierungen nicht ausreichend, ein stark genuger Grund, um Leute zu enteignen. Man müsste dann nämlich Privatwaldeigentümern für viele Gebiete Privatwald wegnehmen und in Staatswald überführen, um aus dem Staatswald dann einen Nationalpark machen zu können. Da das einen Riesenaufschrei des Entsetzens auslösen würde, geht man hin und guckt, wo habe ich denn ohnehin schon so viel Staatswald, also jeweils Staatswald definiert als Wald, der entweder dem Bundesland gehört, im Fall von Bayern, oder tatsächlich der Bundesrepublik, das wäre dann der Bundeswald, davon gibt es aber gerade mal 1,5% über die komplette Bundesrepublik verteilt, oder sind meinetwegen lass es 2% sein, das ist so wenig, das spielt eigentlich fast keine Rolle. Könnte aber theoretisch auch möglich sein, nur auf Gebiet des Bundeswaldes einen Nationalpark zu gründen. Das ist aber immer nur so kleine Stückchen, das geht nicht. Aber theoretisch, ne? So, das wäre also die erste Voraussetzung. Man braucht genügend Staatswald. Und jetzt die große, große Hürde, die Nationalparke dann nochmal unglaublich schwierig neu zu gründen macht, ist, dieser Staatswald muss einigermaßen eine zusammenhängende Fläche bilden. Dazwischen darf nicht allzu viel Hohlraum liegen. Wenn du jetzt beispielsweise hingehst und sagst, Berlin möchte einen Nationalpark gründen. Berlin hat jede Menge Staatswald, weil der Wald um Berlin tatsächlich größtenteils, also es gibt auch Privatwald, aber tatsächlich doch zu sehr relativ großen Anteilen dem Bundesland Berlin eben entsprechend auch gehört. So. Könnte also jetzt von der Fläche her wäre es da kein Problem, da einen Nationalpark hinzusetzen. Das Doofe ist bloß, die haben da kein einziges Stück schützenswerte halbwegs Urnatur. Ne?
Null gibt's da überhaupt nicht. Die Wälder um Berlin sind hübsch, ne? Gibt's nichts auszusetzen. Habt ihr gesehen? Die sind hübsch, doch. Nette Ecke, aber schützenswert? Ne. Ist es da einfach nicht. Halt, bitte nicht mit Steinen schmeißen. Wie kann ich es jetzt wagen zu behaupten, es gibt keine schützenswerten Wälder um Berlin? Na, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass schützenswert soll ja quasi immer das Zeug sein, was Urnaturrecht nahe kommt und was eben gerade im Fall eines Nationalparks soll es ja quasi Urnatur sein. Und darum geht's. Urnatur in dem Sinne, dass das eine typische nationale Landschaft eben entsprechend ist. Das gibt's da nicht, ja? Also da gibt's schon sinnvollerweise auch ein paar Naturschutzgebietchen und ein paar hübsche, wirklich, wirklich hübsche Ecken und das sollte man auch alles erhalten, die hübschen Ecken und so weiter, aber im Rahmen von dem Nationalparkkonzept gibt's da halt eben nichts Schützenswertes, ne? Klar, kann man jetzt aber trotzdem theoretisch hingehen, wenn jetzt also sich der Freundeskreis Nationalpark Berlin gegründet hat, nehmen wir das einfach mal als Beispiel, kann der hingehen und sagen, ja, mag sein, dass wir hier noch wenig Schützenswertes haben, aber wenn wir jetzt hier einen Entwicklungsnationalpark machen, hier auf dieser völlig naturfernen Fläche und sagen, hier machen wir jetzt 30 Jahre Waldaufbau, Waldumbau und so weiter und so fort und ab dann schützen wir es. Ja, 200-300 Jahre später ist es dann auch schützenswerte Urnatur. Und streng genommen ist das richtig. Aber dieses Vorgehen wird von der IUCN so halt eben entsprechend nicht akzeptiert, weil die wollen streng, strikt unbedingt haben, dass ein Nationalpark was konserviert, was schon da ist. So. Und jetzt haben wir schon einen Haufen Beschränkungen. Ne? Wir brauchen also Staatswald, um niemanden enteignen zu müssen. Oder Kommunalwald, wenn die Kommunen mitspielen wollen. Das macht aber kaum eine Kommune, weil die braucht ihren Kommunalwald, um Geld zu verdienen. Oder eben als Erholungsraum für die Bürger. Denn ein Nationalpark als Erholungsraum ist auch wieder schwierig, weil man da nicht so viel darf. Ne? Dann brauchen wir eben entsprechend was überhaupt Schützenswertes. Und wir brauchen eine zusammenhängende Fläche von mindestens 10.000 Hektar. Außerdem ebenfalls eine IUCN-Vorgabe, Nationalparke dürfen nicht gegen den Willen der örtlichen Bevölkerung gegründet werden. Die dürfen also nicht mit diktatorischen Mitteln durchgepeitscht werden. Was für eine internationale Organisation ist dieser Punkt durchaus wichtig. Das macht Sinn. In Deutschland, gut, kann man sich jetzt streiten, ob Bayern ein... Nein, das war wirklich nur ein Scherz, ja? Ich provoziere in dieser Hinsicht gerne. jedenfalls ist in Deutschland kein Thema. Ne? Und das ist auch jetzt der Punkt, wo jetzt wieder unser Freundeskreis Nationalpark, den man als allererstes mal gründet, mit irgendwelchen Leuten, die die Idee halt toll finden, warum auch immer, weshalb der früh gegründet werden muss. Der ist nämlich dafür da, um die einheimische Bevölkerung eben davon zu überzeugen, dass ein Nationalpark zu haben doch eine total dufte Sache wäre. Und dann kommen von Seiten dieses Freundeskreises erstmal immer die gleichen Argumente. Schaut euch mal Nationalpark Berchtesgaden und Nationalpark Bayerischer Wald an. Immer diese zwei. Seltener schaut euch mal Nationalpark Harz an, weil da gibt es einen Haufen tote Fichten. Das möchte man nicht unbedingt immer so ganz als Vorzeigemodell nehmen. Wobei der Harz, der mag es zwar tote Fichten geben, aber von den sonstigen Daten, die der Nationalpark vorzuweisen hat, ist der höchst beeindruckend. Ich finde den von den Zahlen her und von den dort inzwischen vorkommenden Arten, die durch den Nationalpark da wieder eingewandert sind, finde ich den nahezu dem Bayerischen Wald gleichzusetzen. Der Bayerische Wald ist so von den Waldnationalparken her bisher so das Vorzeigemodell. Das ist ja auch der älteste. Logisch, dass der dann auch eben entsprechend ganz gut ist. Aber ne, den Harz darf man wirklich nicht unterschätzen. Also 10 Punkte, 9 Punkte für den Harz. Gut. Also, man muss jetzt eben Beispiele bringen. Hier Nationalpark so und so, schaut mal, hier Bilder, das ist total schön, das könnten wir doch auch. Dann braucht man eben auch eine Karte, wo man zumindest halbwegs mit begründen kann, wenn jetzt der Privatwaldbesitzer so und so bei Nationalpark mitmacht und der Privatwaldbesitzer so und die Gemeinde so und die anderen 5 Gemeinden da drüben dann auch noch, dann hätten wir ja eine zusammenhängende Fläche von über 10.000 Hektar. Dann würde es
muss ja funktionieren. So, und jetzt musst du so lange Nationalpark brüllen und demonstrieren gehen und entsprechende Nationalparkschilder winken, während die Leute, die keinen Nationalpark wollen, weil sie gerne weiter im Wald Pilze sammeln wollen zum Beispiel, eben entsprechend lustige Ortsschilder aufstellen, wo Nationalpark, nein danke, draufsteht. Der Schwarzwald war zugepflastert mit den Dingern, ich weiß, wovon ich spreche. Jetzt müssen dann wiederum die Nationalparkbefürworter in Form ihres Freundeskreises, meistens haben sie auch noch in irgendeiner Form irgendeine Naturschutzeinrichtung der Region auf ihrer Seite, meistens, nicht immer, und die müssen jetzt weiterhin den Leuten vor Ort Sachen versprechen, dass die nicht so schlimm werden, wie sie es jetzt befürchten. Zum Beispiel, ja, aber wir können ja den Nationalpark frei gestalten und wir können euch ja trotzdem weiterhin erlauben, bis auf in den ganz, 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 ganz zentralen Kerngebieten weiterhin Pilze sammeln zu gehen. So hat man es uns beispielsweise beim Nationalpark Schwarzwald auch weitestgehend versprochen, zumindest soweit ich mich erinnere, und ich habe mich damit wirklich intensiv auseinandergesetzt, dass da auch auf dem Großteil der Fläche kein Betretungsverbot kommen soll. Ja, das stimmt auch. Da ist jetzt auch auf dem Großteil der Fläche kein Betretungsverbot. Aber in den Kerngebieten, da wo es am aller schönsten ist, da darf man tatsächlich fast nichts mehr. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass man da geschwindelt hat und den Leuten erzählt hat, könnte weiterhin Pilze sammeln gehen. Das hat man schon nicht gemacht. Aber es fällt naturgemäß, und das ist auch in anderen Nationalparken so, meistens dann doch einfach subjektiv für denjenigen, der betroffen ist, also den Nationalparkbesucher, fällt schon doch oft härter aus, das Betretungsverbot und eben das hier darfst du nicht hin, da darfst du nicht hin, als du es erwartet hast. Jüngstes Beispiel im Schwarzwald. Früher konnte man im Winter bis zum Steig runter zum Wilden See, wer da zum Beispiel mal vorbeigekommen ist, zufällig. Das ist so ein wunderbarer Karsee, also wirklich mitten im Herzen des Nationalparks, sehr alter Bannwald drumherum, sehr, sehr alte Waldstraße. Strukturen sehr, sehr sehenswert. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Bis zu dem Abstieg darunter konnte man früher durch ein kleines Gebiet, durch das Randgebiet von eben diesem Bannwald, wo man diese sehr alten Waldstrukturen schon sehen kann, konnte man auch im Winter durchlaufen. Neuerdings, das war letztes Jahr zum ersten Mal, dass ich es zumindest mitbekommen hätte, haben sie das komplette Gebiet vollständig, also alle Bereiche, wo es irgendwie waldökologisch interessant wird, haben sie jetzt komplett dicht gemacht im Winter. Begründung, ja, das sind Tiere, die darfst du nicht stören. Streng genommen ist das natürlich richtig, aber nach und nach fällt ihnen für einzelne Gebiete dann doch noch mehr Zeug ein, wo sie dann doch noch Sachen sperren, die ursprünglich erstmal nicht gesperrt waren. Und dann fragt man sich schon langsam, wohin führt das noch so? Und im gleichen Atemzug, und das ist auch nicht neu, sondern auch in vielen anderen Nationalparken so, bauen sie dann weitere Sehenswürdigkeiten, die es sonst so gibt, die relativ einfach auszubauen sind, dass ein gewisser Naturtourismus dort stattfinden kann, die bauen sie dann auf ein Level aus, dass Massentourismus tauglich ist. Einerseits verstehe ich das sehr, sehr, sehr gut, weil man ja sagen muss, okay, wenn ich da jetzt jeden Tag 1000 Leute durchschleuse, dann kann ich das nicht über einen winzig kleinen Waldpfad machen, sondern dann brauche ich ja eigentlich quasi einen fetten Bohlenweg, damit mir nicht die Leute den ganzen Waldboden kaputt trampeln. Kann man irgendwo verstehen. Das Dumme ist nur, wenn dann irgendwann alles mit massiven, fetten Bohlenwegen ausgestattet ist und dann auch noch barrierefrei ist, damit da jeder hinkommt, also jetzt versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen barrierefrei, in keinster Weise. Aber für alle anderen, die halt nun mal in der Lage sind, dankenswerterweise, sich frei durch eine komplizierte Landschaft zu bewegen, die möchten das ja auch gerne. Und es ist dem Naturgenuss und damit auch dem politischen Auftrag, Naturbildung zu bieten, eines Nationalparks, auch durchaus förderlich, wenn sie auch Gebiete anbieten, wo man sich durch etwas bewegen kann, was wie Wildnis aussieht. Auf einem kleinen Pfad, der den Eindruck von Wildnis hinterlässt. Und wenn man das dann alles zu Bohlenweg entsprechend ausbaut und dieser Wildnischarakter nach und nach immer mehr verloren geht, und insbesondere wenn man jemanden ist, der in diesem Gebiet schon immer unterwegs war, so wie ich, und die Veränderung schmerzlich sieht und schmerzlich erfährt, weil man halt eben weiß, wie es vorher gewesen ist, dann ist das nicht so einfach. Dann kann ich zunehmenderweise ein bisschen verstehen, wenn manche Leute schreien, Nationalpark will ich nicht, hier ist es doch jetzt schon so schön.
ich will doch weiterhin in meinen Wald gehen. Ich will doch nicht, dass ich da jetzt nicht mehr rein darf. Und da darf ich nicht hin und hier darf ich nicht hin. Das sind all diese schönen Orte, wo ich doch immer hingehe. Und da ist es doch, das gibt schon ewig lange. Da ist bisher auch nichts gewesen, weil das nur ein Naturschutzgebiet ist. Ist doch alles in Ordnung. Warum muss das jetzt ein Nationalpark werden? Das sind so typische Argumente eines stereotypen Nationalparkgegners. Der Nationalparkgegner argumentiert nicht damit, dass er die Natur nicht mag. Er argumentiert meistens damit, dass die Natur so, wie sie da ist, ihm wunderbar gefällt und er nicht einsieht, weshalb man da jetzt unbedingt die Käseglocke drüber machen muss, weil sie immer da gewesen ist und sie auch so ohne jetzt den Käseglockenschutz des Nationalparks auch ganz schön ist. Und das kann ich schon irgendwo so ein bisschen nachvollziehen. Gut. Aufgrund solcher und ähnlicher Stimmen gegen einen Nationalpark und halt eben die örtliche Bevölkerung, die das im Regelfall auch nicht unbedingt haben will, ist es generell saumäßig schwierig, einen Nationalpark durchgeboxt zu bekommen inzwischen. Es hat noch gut funktioniert, wenn du als Argument bringen konntest, ja, die anderen Bundesländer haben ja auch einen. Jetzt hat aber inzwischen jedes Bundesland eben entsprechend mindestens einen. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern hat sogar drei. Sehr löblich, die alle von der IUCN nicht unbedingt anerkannt werden, aber zumindest auf dem Papier. Gut, und national natürlich. Das sind trotzdem tolle Gebiete, ne? Also das steht völlig außer Frage. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, brauchen wir denn überhaupt noch mehr Nationalparke, wenn das jetzt noch immer schwieriger wird, neue Nationalparke zu gründen? Und dazu möchte ich jetzt nochmal ein bisschen zum Anfang vom Video zurückkehren und nochmal darauf hinweisen, dass ein Nationalpark ursprünglich gedacht war, um eben ein Naturmonument des nationalen Stolzes zu konservieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, gleichzeitig aber auch eben entsprechend zu schützen. So, das heißt, wollen wir noch einen Nationalpark gründen, dann brauchen wir erstmal ein Naturmonument. So, dieses Naturmonument muss nach der Definition von einem Nationalpark im Grunde 75% der Fläche irgendwann mal ausmachen können. Ein Entwicklungsnationalpark, der gerade mal 10% seiner Fläche, wenn er gegründet wird, aus wirklich Urnatur besteht, ist schon hochkritisch und die IUCN wird den Teufel tun, dieses Ding als Nationalpark eben in die Reihe der richtigen Nationalparks aufzunehmen. Natürlich soll es ein Entwicklungsnationalpark sein und erst noch zu einem richtigen Nationalpark werden, aber mit gerade mal 10% der Fläche starten zu können, ist... Das dauert ewig, bis dieses Ding dann mal wirklich ein richtiger Nationalpark ist. Es ist also gar nicht vorgesehen, in so kleinräumigen Strukturen, wo man ein paar hundert Hektar oder von mir aus auch 1000 Hektar schützenswerten Wald hat, weil, wie gesagt, nur Wald ist in Deutschland Urnatur, nur Wald eignet sich in Deutschland und damit also quasi einen Nationalpark zu gründen, wird scheiße schwierig, das durchgeboxt zu bekommen. Und für 1000 Hektar bietet sich auch ein großes Naturschutzgebiet an. Warum zum Geier muss man also da bitteschön einen Nationalpark aus dem Boden stampfen wollen? Und an dieser Stelle habe ich jetzt eine Vermutung. Weil diejenigen, die dann Nationalpark fordern, das sind ja immer irgendwelche Naturschutzverbände. Die rennen fleißig durch die Bundesrepublik und fordern überall, wo es auch nur ein ganz kleines bisschen vorstellbar ist, mit ein paar Enteignungen und ein paar Gemeinden, die mitspielen, einen weiteren Nationalpark zu gründen, weil da irgendwo ein kleiner Froschtümpel ist, der schützenswert wäre und da muss man jetzt 10.000 Hektar drumherum machen. Das ist natürlich jetzt etwas übertrieben, aber die Naturschutzverbände sind jedenfalls fleißig dabei, dann zu brüllen, hier Nationalpark, Nationalpark und da machen wir noch einen Nationalpark und da machen wir noch einen Nationalpark. Bayern hat die mit Abstand größte Nationalparkfläche der Bundesrepublik. Gut. Ist auch das größte Bundesland, hat auch Flächen, die recht dünn besiedelt sind und da bietet sich so ein Nationalpark schon zugegebenermaßen irgendwo an. Ja, aber sie haben ja. Also gemessen an der gesamtdeutschen Landschaft ist Bayern nun wirklich nicht unter Zugzwang, was Nationalparkgründung angeht. Trotzdem ist gerade Bayern so eines der Hauptgebiete, wo über eben einen weiteren Nationalpark nachgedacht wird. In vielen anderen Gebieten ist man schon ein ganz kleines bisschen drüber nachdenken, aber wirklich realistisch ist das nicht. Das Einzige, wo es wirklich noch klappen könnte, wäre Bayern, ne? Meiner Meinung nach. Aber macht das verflucht nochmal Sinn? Ich meine nein. Aber die Naturschutzverbände meinen ja. Und jetzt kann man sich fragen, ja, warum meinen die denn das?
Und an dieser Stelle habe ich immer so das Hauptproblem, was ich mit solchen Naturschutzverbänden habe. Die machen ja viel Gutes. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und dass die immer schreien, sobald irgendwo was mehr oder weniger gegen die Natur gemacht werden soll, ist ja auch in Ordnung. Das verstehe ich auch irgendwo. Und ich habe meine Meinung diesbezüglich dahingehend in den letzten Monaten ein bisschen korrigiert. Eine radikale Position im Sinne von, wir müssen alle schützen und so weiter und so fort, dass die irgendjemand verfolgt, damit sie einfach mal ausgesprochen ist, damit es sie gibt, damit sie in den Hinterköpfen der Leute ist, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber gleichzeitig finde ich, dass man mit radikalen Positionen bei einer Geschichte, bei der ein Konsens notwendig ist, und das ist bei einer Nationalparkgründung so, die kannst du nicht einfach jetzt sagen, weil du das Sagen hast, machst du da jetzt einen gegen alle anderen. Das wird nicht funktionieren. Das ist auch nicht so vorgesehen, wie gesagt, von der IUCN auch nicht. Da finde ich es schon wichtig, dass man nicht mit allzu radikalen Positionen in die Sache rangeht. Und wenn du sagst, wir müssen jetzt unbedingt einen Nationalpark machen, dann ist das schon relativ radikal. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass solche Naturschutzorganisationen ja immer davon leben, dass die Situation da, wo sie gerade tätig ist, schlecht sein muss. Muss. Weil die Leute, die für diese Naturschutzorganisation, egal welche, hauptamtlich arbeiten, leben ja davon. Die kriegen nicht viel Geld, ne, die verdienen da nicht gut, aber sie leben trotzdem davon, dass mit der Natur alles Mögliche nicht in Ordnung ist. Sollte eine Naturschutzorganisation irgendwann mal beschließen, dann können wir uns ja wieder auflösen, weil jetzt haben wir ja alles erreicht hier bei uns im Land, oder alternativ, wir wandern ins Ausland ab, und in dem Moment interessiert es viele, viele Leute nicht mehr. Es hat schon Gründe, weshalb ein WWF, der ja international tätig ist, in Deutschland weniger Mitglieder hat als rein in Deutschland, oder zumindest fast nur rein in Deutschland tätige Organisationen, weil wir immer ja uns gerade für die Natur stark machen wollen, die wir auch wirklich erleben können. Und es ist auch nochmal ein weiteres großes Problem beim internationalen Naturschutz, dass einen der Regenwald unglaublich weit weg als Otto Normalverbraucher eben einfach nicht besonders interessiert, weil der unglaublich weit weg ist. Das ist wie mit toten Leuten. Solange sie unglaublich weit weg sind und in den Nachrichten mal wieder darauf hingewiesen wird, dass sich unter den Toten vermutlich keine Deutschen befinden, ist ja alles in Ordnung. Im Grunde nicht. Im Grunde scheißegal wie weit weg, der Schaden ist immer der gleiche. Aber nö, scheinbar nicht. Psychologisch? Da bin ich auch keine Ausnahme. Wenn es weit genug weg ist, dann kratzt es einen deutlich weniger gefühlt. Und deswegen müssen Naturschutzverbände, die in Deutschland Gelder einholen wollen, in Deutschland mit vielen, vielen Situationen unzufrieden sein, damit sie was haben, wo sie dagegen sein können, damit sie entsprechend Geld verdienen können. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen simpel gestrickt, dieses Bild. Aber ganz falsch ist es sicherlich auch nicht. Und das ist immer so ein bisschen was, was mich immer so ein bisschen sauer aufstoßen lässt. Gerade als Wissenschaftler. Wenn wir auf wissenschaftlicher Basis irgendwann mal rausfinden sollten, dass man hier und da nochmal irgendeinen Nationalpark brauchen könnte, was nicht rausgefunden wird, das steht nicht zur Debatte, da forscht auch kein Mensch, weil das ist eine reine politische Entscheidung. Ob du jetzt so schützt oder so, das kann untersucht werden. Und wenn man das untersucht, dann stellt man fest, nee, Nationalpark, noch einer, ist bestimmt keine besonders gute Idee. Insbesondere unter dem enormen Aufwand, den es halt eben mit sich bringt, den zu gründen, und dem nur geringen Nutzen für das letzte bisschen noch schützenswerten Wald, das wirklich nur ein kleines Stückchen halt eben entsprechend immer nur sein kann, weil es keine großen zusammenhängenden Wälder, die man noch schützen könnte, mehr gibt. Die sind entweder alle schon geschützt oder sie existieren nicht. Ne? Also wissenschaftlich gesehen brauchen wir bestimmt nicht noch einen neuen Nationalpark. Aber wenn du halt als eben politische Organisation, wie ein Naturschutzverband, das ist eine politische Organisation, auch wenn es eine Non-Governmental-Organisation ist, deswegen ist sie trotzdem politisch, auch immer eine politische Agenda verfolgst, dann musst du grundsätzlich der Meinung sein, dass wir dringend scheinbar noch Nationalparke brauchen. Also scheinbar müssen sie dieser Meinung sein, weil das sagen sie alle. Gut. Da ich das Glück habe, in keinerlei Organisation zu sein oder von niemandem abhängig oder sonst irgendwie, kann ich ja meine Meinung sagen, egal ob sie jemandem gefällt oder nicht, und muss da auf niemanden Rücksicht nehmen und habe keine Vereinsagenda, um die ich mich kümmern muss, und auch keine Parteiagenda, um die ich mich kümmern muss oder sonst irgendwas. Deswegen darf meine Meinung da ja gerne ein wenig von dem abweichen, was die Naturschutzverbände entsprechend erzählen. Ob ihr lieber trotzdem den Naturschutzverbänden glauben wollt, dass Nationalpark unbedingt notwendig ist, das bleibt selbstverständlich euch überlassen, und dürft ihr natürlich tun. Ne? Da arbeiten schon Leute, die länger im Wald unterwegs sind als ich, klar.
Die haben da schon hochdekorierte Forstwissenschaftler, teilweise auch unter Vertrag. Wobei, hochdekoriert, naja, zumindest haben die einen Doktor, ich nicht. denn, ihr erinnert euch ja sicherlich, wenn ihr das hier anguckt, noch ans letzte Video. Ich halte Nationalparke inzwischen wirklich für völlig überflüssig. Die, die wir haben, das ist toll, das ist super und die sollten wir auch behalten. Und es ist mir scheißegal, ob die von der IUCN als Nationalpark anerkannt werden oder nicht. Es ist einfach ein großes Schutzgebiet und das ist wichtig. Weil in großen Schutzgebieten nur ab einer gewissen Mindestgröße, deshalb diese 10.000 Hektar, kann sich nur dann wirklich ein zusammenhängendes, wildnisgeprägtes, durch natürliche Prozesse geprägtes, vollständig geprägtes Ökosystem entwickeln. Und da ist halt mindestens 10.000 Hektar der Fall. 10.000 Hektar ist aber immer noch wahnsinnig klein. Und jetzt sind wir eben nun mal ein Land, in dem kannst du nicht einfach irgendwo 10.000 Hektar aus dem Hut zaubern. Wir sind ein sehr stark zersiedeltes Land. Wir haben selten wirklich große zusammenhängende Waldgebiete und die, die es gibt, da ist der Nationalpark schon drin. Ne? Wo zum Geier soll jetzt noch mal ein Nationalpark hin? Der Spessart ist im Gespräch, der Spessart könnte potenziell funktionieren. Gibt es im Spessart aber unbedingt schützenswerte Wälder? Kleinräumig sicher, aber da reicht dann auch ein kleinräumiger Schutz. Wir brauchen also in Deutschland, um mehr Naturschutz in die Fläche zu bekommen, definitiv ein System, das auf unsere kleinräumigen Strukturen zugeschnitten ist und nicht ein System, das aus der gigantisch großen USA stammt und auf gigantisch große Wildnisgebiete, die noch vorhanden sind, zugeschnitten ist. Das ist der große Fehler. Wir versuchen nach Deutschland zwangsweise ein System zu integrieren, was für einen, weiß ich nicht, wie viel größer die USA ist, aber bestimmt 10-mal so, 20-mal so groß wie Deutschland. Ne, so ein System kann bei uns doch allein schon aus logischen Gründen nur im kleinräumigen Maßstab, und der ist erreicht, überhaupt Sinn machen und jetzt bestimmt nicht mehr. Das ist jedenfalls meine Meinung. So. Und deswegen bin ich sehr stark davon überzeugt, und da bin ich nicht der Einzige, sondern da gibt es auch noch viele andere Leute, die von dem Thema Naturschutz eine Ahnung haben und vom Thema Wald eine Ahnung haben, dass wir viel mehr kleinräumige Naturschutzgebiete, die sich realisieren lassen, brauchen, bei denen der Aufwand nicht viele, viele Jahrzehnte dauert, bis man das durchgeboxt hat und dann bringen sie nur relativ wenig und dann tun sie allen weh. Und auch wenn immer jetzt alle Leute, die einen Nationalpark haben, behaupten, wie gut er der Wirtschaft tut und so weiter und so fort, das tut er ja auch. Aber am Anfang sind trotzdem immer erstmal alle dagegen. Und wenn du dann näher nachfragst, auch wenn sie erstmal sagen, ja, das ist total toll und den Nationalpark als Werbemedium nutzen, wenn du mit den Leuten in der Region wirklich persönlich sprichst, dann findest du einen ganzen Haufen Anwohner vom Nationalpark, die da gar nicht so begeistert von sind. Auch wenn es Statistiken gibt, die dann von 95% Zustimmung oder 99% Zustimmung oder sonst was zum Nationalpark irgendwie irgendwo sprechen. Ich glaube nicht, dass das eine Statistik ist, an der nicht irgendjemand zum Fälschen gesessen ist. Oder zumindest zum Auslegen. Und ich habe es mir zwar nicht angeguckt, aber man kann so einen Fragebogen schon sehr, sehr leicht so formulieren, dass da ganz schnell saumäßig hohe Zustimmungswerte bei rauskommen, weil die Frage so ein bisschen, na sagen wir nicht, sehr wissenschaftlich gestellt ist. Und all diese Umfragen, die da eben entsprechend zitiert werden, sind im Regelfall, naja, zumindest nicht tipptopp wissenschaftlich. Aber alles Weitere, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, das stimmt überhaupt nicht, das wäre Quatsch. Das ist dann Spekulation bzw. fast schon eine Verschwörungstheorie und auf diesem Niveau begeben wir uns natürlich nicht herab. Aber ich bin zumindest mal skeptisch. So, also, was ist die Alternative zum Nationalpark? Ein Netz vieler kleiner Schutzgebiete, die die vielen kleinen Kleinode von schützenswerter Natur miteinander verbinden. Das Hauptproblem in Deutschland ist nämlich, dass wir keine Naturflächen haben. Wir haben ja schon große Waldgebiete. Wir haben schon Flächen, wo Tiere entsprechend leben können. Wir haben eine international gesehen unglaublich schonende Forstwirtschaft, die das Ökosystem Wald so wenig, wie es überhaupt nur möglich ist, wenn man Bäume fällen möchte, eben entsprechend beeinflusst. Was uns fehlt, ist eine Vernetzung der einzelnen Schutzgebiete. Wir können an einer bestimmten Tierart ganz gut erkennen, dass es doch erstaunlich gut möglich ist, sofern man eine Tierart ist, die es schafft, sich über die Zerschneidungslinien in unserer Landschaft, Straßen auf gut Deutsch, trotzdem hinweg auszubreiten, die das trotzdem schafft, obwohl wir gar nichts weiter für sie tun. Wir bauen ihr keine Nationalparke, wir schaffen ihnen keine Habitate, wir machen da gar nichts und diese entsprechende Tierart breitet sich trotzdem aus. Wir reden hier vom Wolf.
Daran können wir erkennen, dass das möglich ist, sehr, sehr wildtierfreundliche Lebensräume, da wo der Wolf wohnt, ist generell ein wildtierfreundlicher Lebensraum, da gefällt es nicht nur dem Wolf, da gefällt es auch vielen, vielen, vielen anderen Tieren, ne? Die lassen sich offensichtlich miteinander vernetzen. Die Wölfe aus dem Norden kommen in den Süden, bleiben im Süden, hoffentlich, gut, da kann man sich jetzt streiten, ob das gut ist oder nicht, klar, aber bleiben eventuell dann im Süden auch mal angesiedelt. Dann kommen noch ein paar aus dem Norden und die wandern überall rum und es ist nur noch eine Frage der Zeit, obwohl man, bevor der Wolf gekommen ist, mehr oder weniger der Meinung war, dass eine große Wolfspopulation in Deutschland nicht möglich ist, weil das Land zu zerschnitten ist und es zu viele zerschnittene Lebensräume gibt, etabliert sich gerade eine große Wolfspopulation. Das ist meiner Meinung nach einfach ein super Beispiel aus der Praxis, aus der Realität, um zu zeigen, dass ein Vernetzen der einzelnen Lebensräume durchaus möglich ist. Für manche Arten ist es einfacher, sich fortzubewegen. So ein Wolf ist ja ein Langstreckenzieher. Für andere Arten ist das wiederum ein wenig schwieriger. Aber ich glaube, wenn wir mehr in diese Richtung tun würden, mehr Grünbrücken über die Autobahn beispielsweise, da bin ich ein großer, großer Fan von, bauen würden, anstatt überall Nationalparke gründen zu müssen. Für das Geld, was ein Nationalpark kostet, kannst du viele, viele, viele Grünbrücken bauen. Vor allen Dingen kostet der ja auch noch Unterhalt ohne Hände. Der kostet ja jedes Jahr einen Haufen Geld. Der bringt nichts ein. Der stärkt die lokale Wirtschaft ein bisschen. Ja, davon haben die Restaurant- und Hotelbesitzer in der Nähe vom Nationalpark was. Aber der spielt niemals das wieder ein, was er an Steuergeldern verfrisst. Also die Hoteliers, selbst wenn sie jetzt unglaubliche Gewinne machen und ganz viel Steuern zahlen, kostet der Nationalpark immer noch Millionen von Euro. Und eine Autobahnbrücke, wenn sie gebaut ist, kostet fast nichts mehr. Da muss er halt irgendwie, also eine Grünbrücke, Entschuldigung. Da muss nur hin und wieder mal ein ganz kleines bisschen gewartet werden, aber viel ist da auch nicht nötig, weil da muss ja kein LKW drüber fahren, sondern bloß ein Hirsch beispielsweise. Gerade der Hirsch ist so ein Beispiel für eine total typische deutsche Tierart. Der König des Waldes, ne, wer kennt ihn nicht? In jedem Heimatfilm rührt einer im Hintergrund durch die Landschaft, der ist vom Aussterben bedroht. Zwar nicht offiziell, aber aufgrund seiner genetischen Verinselung. Rotwild darf nur in Rotwildgebieten leben, woanders will man es nicht haben, weil es ja Bäume anknabbert und so weiter und so fort. Würde man das Rot, dafür ist es in den Rotwildgebieten aber total in einer Überpopulation. Deswegen möchte es ja abwandern, aber sobald es aus dem Rotwildgebiet rauswandert und irgendjemand sieht einen Hirsch, der sich nicht im Rotwildgebiet befindet und hat ein Gewehr dabei, dann ist der Hirsch auch ganz schnell geschossen. Das soll auch so, das ist so gewollt, das ist tatsächlich gesetzlich sogar so vorgeschrieben. Das führt dazu, dass der Hirsch keine Chance hat, Inselpopulation Hirsch A mit zu Inselpopulation Hirsch B zu gelangen. Und damit gibt es Inzest hier, Inzest da und irgendwann sind die genetisch derartig verarmt, die Rotwildpopulationen, dass wir entweder Hirsche mit dem Viehtransporter von A nach B transportieren müssen, weil sie den Weg zwischendurch nicht schaffen, weil sie über 7 Autobahnen müssten. Oder wir lassen uns in irgendeiner Form irgendwas anderes einfallen. Und tatsächlich ist die einzig denkbare Lösung, diese Flächenzerschneidung durch die vielen Straßen und die Zerschneidung der verschiedenen kleinen Lebensräume, die wir ja durchaus haben in Deutschland, die sind ja gut, verflucht nochmal. Die sind echt nicht so schlecht, wie es immer gerne dargestellt wird. Sie sind nur zu weit auseinander. Wenn wir das besser hinkriegen würden, dann bin ich überzeugt davon, dass das der gesamtdeutschen Natur, der gesamtdeutschen Tierwelt und Pflanzenwelt viel mehr helfen würde, als hier und da eine Insel, die sich Nationalpark nennt, die immer noch super, super klein ist. 10.000 Hektar mag für Deutschland groß sein, aber das ist international und auch ökologisch gesehen ein Minischutzgebiet. Das reicht gerade so aus, dass ich so ein bisschen Prozesse eines Großschutzgebietes einstellen können. Aber auch nur ein bisschen. Deswegen haben wir auch nicht wie die Schweiz, der ist übrigens 15.000 Hektar groß, der Schweizer Nationalpark. Deswegen haben wir aber auch gar nicht wie in der Schweiz wirklich ein Gebiet, wo wir nicht eingreifen müssen. Wir müssen ja überall eingreifen, weil wir haben keinen einzigen Nationalpark, in dem es Beutelgreifer gibt. Das heißt, in jedem Nationalpark muss ein bisschen gejagt werden. Urnatur sieht anders aus. In Urnatur musst du nicht reingehen und jagen. Also wenn wir eh keine Urnatur hinkriegen, warum versuchen wir noch unbedingt verzweifelt mehr Nationalparke zu gründen? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Also nichts spricht gegen mehr Naturschutz.
Es spricht auch nichts gegen mehr Naturschutzfläche. Aber in einem so zersiedelten Land wie unserem muss man die auf kleinere Flächen, viele kleine Flächen verteilen, nicht wenige große. Das geht einfach nicht. Argument der Nationalparkbefürworter. Es gab von Bundesebene, vor ein paar Jahren, das sind schon einige Jahre, aber gab es mal die Vorgabe, dass irgendwann mal bis 2000, was auch immer, 10% der Landesfläche unter Schutz stehen sollen, also nicht genutzt werden sollen. So, die Forstwirte finden das ein bisschen schwierig und Forstwirtschaftler, weil welche Fläche kommt denn überhaupt in Frage, um sie aus der Nutzung zu nehmen? Ja, das ist nur Wald, weil einen Acker kannst du nicht aus der Nutzung nehmen. Geht nicht. Und selbst wenn du ihn aus der Nutzung nimmst, ist es dann naturschutzwürdig? Nee. Dann gibt es noch so ein paar Magerrasen und so weiter und so fort, auf denen tatsächlich kein Wald steht. Die sind schon längst unter Schutz. Die sind schon längst aus der Nutzung. Wenn du jetzt also zusätzlich was aus der Nutzung nehmen möchtest, dann brauchst du dafür halt Wald. Außerdem, Wald gehört eben zum Teil dem Staat oder zumindest den Ländern. Und da muss man auch niemanden für enteignen. Und wieder landet es alles beim Wald. Was der Wald alles für Funktionen haben soll, ist teilweise schon recht beeindruckend. Er soll Holz bereitstellen, das ist politisch gewollt. Er soll Naturschutz liefern, das ist auch politisch gewollt. Und gleichzeitig soll er auch noch der Bevölkerung zur Erholung dienen, dass die drin rumlaufen darf, bei gleichzeitigem Naturschutz und gleichzeitiger Holznutzung. Und das funktioniert erstaunlicherweise ja gar nicht mal so schlecht. Aber die Anforderungen an dieses Trio steigen weiter und weiter und weiter. Und es könnte schon wirklich irgendwann auch mal spannend werden mit dem deutschen Wald, wie wir jetzt damit nun eben entsprechend weiter umgehen sollen. Insbesondere dessen, dass wir mehr werden. Wir werden generell mehr und wir werden außerdem noch mehr, die es in die Natur zieht. Und wenn irgendwo dann überall im Wald ein Buschkrafter hockt, hier sehe ich jetzt gerade keinen anderen, ja, ich weiß einfach nicht, wohin das führen soll und wie man dann noch mehr Nationalpark schaffen soll, das weiß ich halt eben auch nicht. Argument der Naturschutzverbände für mehr Nationalparke, gerade mal 0,6% der deutschen Landesfläche sind Nationalpark. Ja, und? Für so ein kleinräumiges Land wie Deutschland ist das doch nicht schlecht. Aber das nehmen Sie als Killerargument, um zu argumentieren, dass wir mehr Nationalpark brauchen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Wieso sind denn 0,6% schlecht? Wer hat denn gesagt, dass das wenig ist? Für so ein Land, wo wirklich mosaikartig Stadt, Feld, Stück Wald, Stadt, Feld, Stück Wald, Stadt, 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 Parkplatz, Wald, Supermarkt, Wald, 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 in irgend so einer Zusammensetzung die Landschaft halt aussieht, wie soll man denn da noch mehr Nationalpark hinkriegen? Wo sollen die herkommen? Ich habe das jetzt 28.000 Mal gesagt, ich weiß, aber es ist mir einfach nicht begreiflich. Diese Forderung macht doch einfach keinen Sinn, liebe Naturschutzverbände. Ne? Ich meine, ihr setzt euch ja gleichzeitig auch noch für Schützen und Nützen ein. Ihr wollt ja gleichzeitig, dass ihr noch mehr Nationalparke haben wollt. Findet ihr es ja auch gut, wenn wir sagen, wir lassen 10 Altbäume pro Hektar stehen, beispielsweise, die alt werden dürfen und zu Totholz werden dürfen. Oder wir machen extra stehendes Totholz, damit es mehr Futter für entsprechende Totholzbewohnende Arten oder diejenigen, die die dann fressen, entsprechend eben gibt. Das findet ihr ja alles gut. Das ist ja auch gut, ne? Aber ihr wollt halt gleichzeitig noch einen Nationalpark, noch mehr Nationalparke. Und irgendwo muss dann doch mal gut sein. Ich meine, irgendeinen Kompromiss müssen wir doch mal schaffen. Ich meine, natürlich, wenn es politisch umsetzbar wäre, dass wir ganz viel Naturschutz kriegen, dann kann man meinetwegen gerne auf 30% der deutschen Landesfläche Naturschutz machen. Ne? Absolut gerne, bin ich sofort dabei. Aber das ist doch scheiße unrealistisch. Damit wird man doch nicht gewählt. Es gibt eine Partei, die teilweise mal sowas auf solche Ideen kommt und das in ihr Wahlprogramm schreibt. Und wer wählt die? Naja, die anderen. Wenn dann mal Bundestagswahl ist oder irgendwie sowas. Landet regelmäßig bei den anderen. Also ich meine, es ist die ÖPD, die Ökologische Partei Deutschlands. Die haben ökologisch gesehen richtig tolle Ideen. Sind die umsetzbar? Nein. Und der Realismus fehlt einfach, wenn man immer nur fordert, wir brauchen hier mehr Naturschutz, da mehr Naturschutz, dort mehr Naturschutz und wie soll das alles bezahlt werden? Ist egal, die Natur braucht das. Ja,
Das stimmt, die Natur braucht das. Das ist auch richtig. Und wir bräuchten im Grunde definitiv politisch jede Menge Maßnahmen zum Naturschutz, ganz viele verschiedene in verschiedenen Bereichen, die so richtig unbequem sind und die kein Mensch wählen würde, weil sie keinem gefallen. So, fürs persönliche Wohlbefinden. Für die Natur wäre das notwendig. Das ist absolut richtig. Das kriegt man nur trotzdem nicht durchgesetzt. Und man kann es jetzt trotzdem fordern. Und ich finde es auch nicht falsch, dass es Leute gibt, die das tun. Aber mir wäre es wichtig, dass da einfach noch ein gewisser Realismus bei der Sache bleibt und ich versuche mich da irgendwo bei durchsetzbaren Maßnahmen stark zu machen. Und ein flächiger Naturschutz mit kleinen Einzelsegmenten, das ist durchsetzbar. Und ich glaube, wenn wir das erstmal eine Weile am Laufen haben, dann werden die entsprechenden Tierarten, denen es jetzt an Lebensraum fehlt, sich daran auch gewöhnen. Und wir unterschätzen da einfach die Anpassungsfähigkeit unserer einheimischen Natur, dass die, nur weil sie bisher es gewöhnt sind, komplett geschlossene Wildnisgebiete zu haben, deswegen automatisch nicht in der Lage sein dürfen, auch mit kleinräumigen Gebieten, zwischen denen sie hin und her huschen müssen, klarzukommen. Das erschließt sich mir nicht. Warum muss das so sein? Das könnte doch verflucht nochmal funktionieren. Leider haben wir dazu halt noch keine großen Daten, weil es so ein System erst sehr kleinräumig gibt und noch nicht sehr lange. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass darin die Zukunft liegt, weil bei gleichzeitig mehr Parkplätzen und mehr Wohnraum, damit die Mietpreise nicht allzu sehr steigen, ich sag's jetzt nicht nochmal, funktioniert das andere System sicherlich nicht wirklich, nicht realistisch. So, ja, und das wäre so im Wesentlichen meine Meinung zum Thema Nationalpark. Kann ich mir nicht vorstellen, wozu soll das gut sein. Ja, zu den Zahlen übrigens nochmal. Es gibt auch noch andere Zahlen. Es gibt noch die Zahl, die zum Beispiel besagt, 5% des deutschen Waldes sind geschützt. Das klingt gleich ganz anders, oder? Von Seiten der Forstwirtschaft reicht das. Von Seiten des Naturschutzes ist das natürlich zu wenig. Wie gesagt, Deutschland hat sich auf 10% geeinigt. Die meisten Bundesländer machen mit. Wir wollen 10% des öffentlichen Waldes zumindest unter Schutz stellen. Ob der Privatwald mitmacht oder nicht, das bleibt dem Privatwald überlassen. Das darf man dem Privatwald halt nun mal nicht vorschreiben. Das ist so in der Demokratie. Gerade bei unserem Verständnis von Eigentum ist das halt einfach schwierig, sowas vorzuschreiben. Hat sich bisher noch nicht durchgesetzt. 5% ist meiner Meinung nach wirklich schon ein ganz guter Anfang, insbesondere da man da im Hinterkopf behalten muss, und das tut halt auch der Großteil der Bevölkerung nicht. Wir reden hier von Wald. Das ist ein langsam sich veränderndes System. Da kann man nicht von jetzt auf morgen alles umkrempeln und dann ist es so. In Anbetracht dessen, wie kurz das her ist, dass man gesagt hat, man will möglichst viel Wald unter Schutz stellen, ist die Zahl der Schutzgebiete jedes Jahr stetig ein ganz kleines bisschen angestiegen. Und das ist für die langsamen Prozesse im Wald eben ein großes kleines bisschen. Aber das sind die Dimensionen, über die man sich halt wunderbar kloppen kann. Dem einen kommt das unglaublich wenig vor, der nächste meint, oh, das ist ja eigentlich schon ganz ordentlich. In Anbetracht der Geschwindigkeit, wie die Weltbevölkerung zunimmt und wie andere Dinge schlimmer werden oder besser werden oder was auch immer, mag es wirklich vielleicht auch zu langsam sein. Das ist richtig. Und dieses Argument kann ich auch schon irgendwo nachvollziehen. Aber wir können einfach vom Wald nicht erwarten, dass er jetzt viel, viel, viel schneller zu Unnatur wächst, als er das normalerweise natürlich eben tut. Das da hinter mir, das könnte in jedem Nationalpark sein. Das könnte ein wunderbares Bild für jeden x-beliebigen Nationalpark sein. Ich hocke hier im stinknormalen Wirtschaftswald. Ich sitze hier absichtlich einfach als Beispiel für was für natürliche Flecken. Und das hier ist wirklich tipptopp natürlich. Das würde in jedem Urwald, könnte es so eine Fläche geben. Ne? Absolut kein Wunder, wenn da so eine Fläche wäre. Das geht auch kleinräumig im stinknormalen genutzten Wald. Das hier ist kein Naturschutzgebiet, das ist kein Landschaftsschutzgebiet, das ist schon gar nicht ein Nationalpark und das ist auch nicht mal in irgendeinem Naturpark drin. Das ist ein stinknormaler Gemeindewald. Es geht. Es braucht Zeit und du brauchst die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Und dann kannst du mit diesem Gemeindewald beispielsweise, der jährlich durchaus im fünfstelligen Bereich ordentlich Geld für die Gemeindekasse abwirft, kannst du gleichzeitig hervorragend Naturschutz integrieren und Geld verdienen. Und wer leidet darunter? Ja, tatsächlich gar niemand. Ne? Es geht. Es dauert. Und es braucht keinen neuen Nationalpark. So. Meiner Meinung nach. Aber das dürft ihr gerne anders sehen. Bitte gerne, ja,
gerne auch in die Kommentare, aber bitte nicht böse sein. Und wir sind uns hoffentlich einig in der einen Sache. Naturschutz finden wir grundsätzlich per se erstmal gut, hoffentlich. Ne? Die Art und Weise, das ist ja eben genau das Thema, was ihr mir bitte in die Kommentare schreiben mögt, wenn ihr Lust habt. Ich versuche mich ein bisschen in der Diskussion zu beteiligen, soweit es meine Zeit zulässt. Es wird schon wieder duster. Meine Fresse, wie lange hocke ich denn hier schon? Oh. Das war jetzt überraschend, der Blick auf die Uhr. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.